herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm auf der Marchfelder Land mit dem Tigerfarm. Da ist eine Fliege, du. Hallo. Hallo. Alter, geh weg. Ich habe hier ein bisschen Überbreite, aber nur ganz, ganz gering. Ganz gering? Ja. Komplette Straßenbreite. Oh! Ich wäre fast nicht über die Brücke gekommen. Heftig. Aber ich muss was sagen zu den letzten Folgen, die nicht erschienen sind. Ja. Ich hab leider vergessen. Ich hatte davor eine Test-Audioaufnahme gemacht und dann vergessen umzuschalten. Deswegen kamen keine Videos zum Umzuschalten. Ja, das passiert mal. Daraus lernt man. Ja. So, was machst du heute Feines? Also ich kalke mit einem Miststreuer. Ja, ist so. Okay, ich sähe mit einer Sämaschine. Das ist gut. So. Oh, halt, warte, was sähen wir an? Scheiße, jetzt habe ich schon... Bei Feld 16? Ja. Wollten wir doch Roggen oder so an... Wollten wir, weil dann passt's. Okay, dann passt's. Wegen der Mühle. Ja, stimmt. Okay. Dann kann ich weitermachen. So, bin mal gespannt, wie lange wir heute brauchen hier für das kleine Fältchen. Ich habe ja die kleinste Sämaschine am Start, die es in LS19 gibt. Ja. Ja, dass es keine größeren mehr gibt. Ja. Vielleicht einmal nochmal so ein Klappteil nach außen, das wäre interessant. Oder so drei Klappteile. Weißt du, eins links, eins in der Mitte, eins rechts. Mhm. Ich glaube, dann brauchst du auch eine sechsspurige Straße. Ja, vor allem, der fährt nur 10. Warum fährt er nur 10 hier? Weil der Quadrat scheiße ist. Ja, den Quadrat, den findet ihr inzwischen auch auf Modhost, wenn ihr Bock drauf habt. So wie ein paar andere Mods auch. Er sollte auch schon freigeschaltet sein, wenn ihr die Folge hier seht. Alter, der hat wirklich Probleme hier. Der fährt jetzt nur noch 9. Brauchen einen größeren Traktor. Ja. Was ist denn bitte größer wie der Case IH Quadrat? Ich habe eine gute Idee. Es gibt einen Mod. Der hat 1500 PS. Welcher denn? Ich glaube, der heißt Fendt Trio oder so. Der hat auf jeden Fall auf jeder Seite 3 Räder. Also eine Drillingsbereifung. Nein. Ach, der hat standardmäßig. Standardmäßig. Hm. Gut gedrückt. Nein. Der hat 3 Achsen, so meine ich das. Okay. Der hat das Fendt Trio oder irgendwie so. Unmöglich, kenne ich gar nicht. Ah, jetzt auf der Ebene fährt er 18. Das ist schon mal gut. Dann geht's ein bisschen schneller. Bergab 200. Aber. Und dann schlägt er ein. Dann gibt's am Bergende so ein Riesenloch. Gut. Wir haben noch. Wir haben inzwischen beim LSFM Modding Tank Pack. Die Soja. Nicht Panzer Pack. Nicht Tank. Tankpack, ja doch, das ist trotzdem Tank auf Englisch. Nö. Sondern? Tank. Tank und Tank wird gleich geschrieben. Echt? Ja, stell dir vor. Hast du jetzt nicht gesagt? Doch. Auf jeden Fall haben wir da die Sojabohnen die Sojamilch hinzugefügt. Das heißt, die könnten wir jetzt auch verkaufen. Hä, warum macht denn der das auf? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich habe doch kein N gedrückt. Aus Versehen? Nee. Ich habe mit dem linken Zeigefinger, da komme ich gar nicht bis zum N. So. Mit dem Daumen? Nee. Mein Daumen komme ich locker dahin.
Ja, ich komme auch hin, wenn ich will, aber das wäre eine unnatürliche Handbewegung. Das ist doch keine unnatürliche Handbewegung. Bei mir schon. Ja, mein Daumen liegt standardmäßig unterhalb der Leertaste. Das ist ungewohnt. Das ist eine ungewohnte Haltung. Hey, wie sitzt denn du an der Tastatur? Also ich habe meinen Mittelfinger auf W. Ach nein. Ja. Ich habe meinen Zeigefinger auf D. Mein Ringfinger habe ich auf A. Meinen kleinen Finger habe ich auf Shift, also Umschalt. Ja. Und meinen Daumen habe ich da in dieser Region B, N, H und so. Also es ist immer unterschiedlich beim Daumen. Hä, hast du... Das ist das Handgelenk total verdreht. Also wenn ich das jetzt mache, dann ist mein Handgelenk verdreht. Nö. Okay. Hä, das ist so voll einfach. Wie hast du es denn? Ja, alles so wie du, nur mein Daumen ist unterhalb der Leertaste. Das ist krampfhaft. Nö, das ist locker. Das ist krampfhaft. Ja, mein Arm kommt von links. Also der nicht von der Mitte raus, sondern von links. Das ist noch krampfhafter. Nö. Doch. Nö. Für mich doch. Nicht. Bei Grammatik? Was hat die Grammatik jetzt damit zu tun? Bei mich nicht. Für mich nicht. Du hast bei mich nicht gesagt. Nein. Kannst du nachher nachhören. Ich habe für mich nicht gesagt. Okay. 6 Minuten 50. Guck ich nach. Ja. So, ich hoffe, dass wir hier relativ zügig vorankommen. Aber vielleicht bleibt auch für dich eine Folge zum Ansehen. Dann würde ich vielleicht das Kalken in der nächsten Folge übernehmen. Aber das schauen wir mal zum Ende der Folge. Wir haben noch ein Feld mit... Sag doch was wegen der Zeit, Kollege. Ach, du musst die Zeit auf 5 stellen. Ist schon auf 5. Kannst du Telekinese machen. Ein Feld mit Rocken, wo wir unser eigenes Feld kreiert haben. Ich glaube, das braucht noch. Nee, das ist nicht fertig. Ansonsten haben wir Pflügen ausgestellt. Weil wir haben ja hier auch nicht gepflügt auf der 16. So, und dann Sojamilch könnten wir verkaufen, wenn der Preis gut ist. Aber wie gesagt, der geht knapp auf die 5700 zu. Oder ist da möglich? Oh, da ist ein Baum. Ey, mit der Sämaschine wenden, das ist so ätzend. Mach nicht so viel mit Säure. Das ist auch nicht so ätzend. Ha. 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 Ja. Könnte man so sagen. Wie weit bist du mit Kalken? Noch nicht mal rum. Oh, krass. Vorgewende noch nicht. Ja. Wie viel hast du noch drin? Wie viel hast du verbraucht? Ich hatte 41, jetzt habe ich 27. Boah, da müssen wir unbedingt die Kalkproduktion auffüllen. Das ist brutal. Und den Streuer, den du benutzt, der ist ja schon mit wenig Verbrauch. Warte, dann guck ich mal. Ich noch einen Traktor hier zur Verfügung. Ja. Mache ich das mal eben mit dem Wasser. Ja, das sollte ja wieder voll sein, der Tank. Dauert halt immer, bis die 120.000 Liter voll sind. Ich hoffe nur, dass der Dünger für das Ansehen reicht.
Also den ich in der Sämaschine habe. Wir haben zwar Unmengen an Dünger, weil wir haben vorhin hatten wir 100.000 Dünger fertig und noch 100.000 Gärreste in der Düngeproduktion. Achtung, Leck. Oh, ja, das sagst du, wenn es schon leckt. Das sind jetzt... Junge, das braucht so viel Wasser. Und es kommt nichts raus, gell? Es kommt nur 1% oder so raus, hast du gesagt. Ja. Das sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir das irgendwie finden. Dann stellen wir uns das um. In der... Mindestens auf 20% oder so. Ah, 10% wäre schon ideal. Ja, 20 können wir locker auch machen. Sag ich ja. Aber ich sag dir eins, dann verkaufen wir nur noch Kalk. Bei mir nicht, bei mir wird nichts verkauft. Willst du die Sojamilch selber trinken oder was? Es geht um den Kalk. Du hast gesagt, nichts verkauft. Es ging gerade um den Kalk. Schrei bitte nicht so. Ich schreie nicht. Nein. Doch, das kam bei mir als Schreien an. Ja, dann stell mich leise. Ja, und dann bist du wieder nicht zu hören. Dann beschwerst du dich auch wieder. Ich beschwere mich nicht. Du hast dich beschwert. Ja, was Wahrheit ist, sollte auch Wahrheit bleiben. Was ist das? Wahrheit. Was du nicht besitzt. Nein. Jetzt mal nicht unverschämt werden, ne? Bin ich unverschämt. Also ich schaffe ungefähr 2 Vorgewände. Ich bin jetzt erst beim zweiten angefangen. Hallo Grammatik. Ich bin jetzt erst beim zweiten angefangen. Ja, beim zweiten Vorgewende. Trotzdem heißt es, ich habe erst das zweite angefangen. Das interessiert mich nicht. Ja. Die anderen kritisieren und dann selber, ja. Genau. So mag ich das nicht. Na klar magst du es so. Och, warum leckt? Hat es schon wieder so geleckt? Nicht wegen mir. Ich habe nichts getan. Bin unschuldig dieses Mal. Ich hoffe für dich. Wir haben immer noch nicht den Helfer. Den dritten. Stimmt. Hat mal ganz vergessen, den anzuschreiben. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt die Mods hätte. Nö, ich glaube nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie ihm schon geschickt habe. Doch, ich habe sie ihm schon geschickt. Wir brauchen hier GPS drauf, definitiv. Mit dem GPS? Ja. Zumindest ist immer ein Trend. Dafür haben wir kein Geld. Es sind 15.000. Ich sag doch, wir haben kein Geld. Für einmal und dann nie wieder. Sag dir doch, wir haben kein Geld. So. Diese Wendemanöver, ey. Das nervt mich schon ein bisschen. Und dieser Regen nervt mich auch ein bisschen. Ja, der ist nicht mehr ganz so lange. Also wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir vor der Nacht das Feld hier angesät haben. Und dann wäre alles erstmal tutti. Hashtag Nachtarbeit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.